Cock Serve Delicious. Folge 171. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, in der letzten Folge hatten wir ein Date mit Sarah, das, glaube ich, erfolgreich abgehalten wurde. Und, naja, ich habe mich gewundert, denn wir hatten wohl doch noch etwas zu fanden, wo ich nicht wusste. Bei den Favs, also Favorites, ich sehe gerade, da kann man auch die ganz alten Sachen nochmal... Aber hier ist das drin, Food Sanitation. Ja. Ich kann euch das jetzt in Ruhe mal vorlesen. Weil das ist dann das Letzte und ich fand das dann auch komplett. Also ich hau die vollen 3000 rein, ich will da nicht mehr rumeiern. Wobei jemand sagen muss, wenn ich 750 fande, ist die Chance 70%. Was verdammt hoch ist. Aber ganz ehrlich, ich will das jetzt einfach haben. Habe ich auch noch nie gemacht, muss ich auch mal gezeigt haben. Okay, was allerdings 2 Tage dauern wird. Das heißt, in der Folge kann ich es, glaube ich, noch nicht mal zeigen, aber ich mache es dann zumindest mal soweit. My name is Bethany and I'm a scientist in the field of sanitation biology of food. Ja, also halt, sie ist ein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin und beschäftigt sich mit der Hygiene und mit der Biologie von Essen. I feel like there can be much more work done in the way of being able to have more sanitary food. And I want to prove it by researching your food menu and providing you with a cleaner way to storing, preparing foods. Ja, und sie ist der Meinung, es bedarf viel mehr Arbeit, ja, damit man halt eben frisches und sauberes Essen hat oder herstellen kann. Und sie wird mir dabei helfen, dass es dann so wird oder so bleibt. Und das Aufbewahren und das Herstellen von Essen, dass es einfach hygienisch und ja, vernünftig abläuft. By doing this, I'm sure your ad or ED safety inspector will be much more lenient in your safety inspections. Also das macht wohl die safety inspections ein bisschen besser. Such as allowing 3 strikes instead of 2 for failing a test. Ah, okay. Und dann kann man 3-mal ja, so eine Chore verhauen und hat immer noch Inspection passed. Früher waren es nur 2, beim 3. waren dann Inspection failed. Okay, please let's start eating safer and healthier. Lasst uns anfangen, ja, sicherer und gesünder zu essen. Nun gut, wie das jetzt ablaufen soll, also wie sie mir da, also ich habe jetzt kein Gerät oder irgendwie ein Spray oder so von der bekommen. Aber im Prinzip muss ich 3000 fanden. Ich mache das jetzt auch, ich habe keinen Bock auf die 30% Chance, dass es in die Hose geht. Das muss einfach nicht sein. Deswegen, ich fand jetzt volle Pulle rein. Und dann passt das. Ja, Goal Met oder Ziel erreicht. An Update will arrive in 2 days. Also wie gesagt, das ist halt das Problem. Ich kann das euch jetzt gar nicht in der Folge zeigen. Aber was soll's. So, Menu Rot haben wir hier noch. Müssen wir halt nachschauen. Und Crazy Dave's Bed, was will er denn? Bla 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 bla. You get 22 perfect combo today. Wie einfach nur 22. Ohne Food, also irgendwas, was er mir vorschlägt oder was? Okay. Wenn das alles ist, nehme ich das an. Ah! Das, wie das klingt. Yeah, Techno. Na ja gut, geht nicht. Schade, ich hätte die Wette jetzt angenommen. Darf ich nicht. Kann ich das faven und dann irgendwie vielleicht beim nächsten Tag? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, kann ich nicht annehmen. Schade. Was haben wir denn hier? Weil ich habe so viele Silver Tickets, die hier ja, wenn ich mich nicht irre, dazugehören. Ich meine, ich finde, das geht aber auch. Wein. Gut, das dauert immer ein bisschen. Und Filet halt, oder ihr wisst, was ich meine. Hühnerbrust. Das könnte ich tatsächlich mal annehmen. Silver Tickets habe ich nun wirklich genug. Da kann man auch nicht wirklich viel kaputt machen. Was sagt denn das Active Menu? Hashbrowns raus, okay. Dann machen wir das Bier raus und den Wein rein. Die Hühnerbrust machen wir rein. Lasagne kommt auf alle Fälle raus. Das nehme ich auch mal raus. Das können wir drin lassen. Und ich würde halt weiter gerne Frühstück pushen. Ihr wisst, was ich versuche. Diesen, ja, Frühstücksburger lassen wir drin. Ich überlege gerade, was wir noch reinmachen könnten. Kaffee ist klar, das ist auch Frühstück. Ich meine, den Fisch, der läuft immer gut oder lässt sich schnell machen. Hat aber wenig mit Frühstück zu tun. Mexican Italian, das ist jetzt zumindest so Papier. Ich will es halt auch nicht zu viel schwierige Sachen machen, weil hier muss ich klopfen, hier muss ich öffnen. Tja.
Klar, ich könnte Sushi machen, aber ich will es nicht übertreiben. Hummer ist, glaube ich, Exotic Food. Das würde sogar noch gehen, wegen Exotic. Wegen Frühstück wird es schwierig. Frühstück haben wir entweder drin. Kaffee, so Papillas ist Mexican. Frühstücksburger. Hashbrowns können wir nicht. Pancakes wollen wir nicht. Ich glaube, viel mehr Frühstück geht nicht. Da müsste ich auf Exotic gehen. Ich hätte gesagt, wir machen noch den Hummer rein. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Ist eine wilde Karte, wie ich finde, aber auch nicht schlecht. Und die Wette könnten wir damit auch bestehen. Und ich habe wenigstens ein bisschen Breakfast-Zeug am Start. Ein bisschen Mexican, ein bisschen Exotic. Eigentlich gar nicht schlecht. Ich würde einfach vorschlagen, wir versuchen das jetzt einfach mal so. Ohne große weitere Laberei jetzt. Und ja, jetzt schauen wir doch mal. Kann funktionieren. Warum eigentlich auch nicht? Und eine 20er-Kombo? Ja, doch. Ich hätte die andere Wette ja auch angenommen, aber. Ja, ich durfte ja nicht. Okay, Käffchen. Creamer, 1, 2, 3. Hier muss ich, wie oft? 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seasoning, fertig. Okay, one cup of garlic. Rührgemüll. Jawohl, Egg, Bacon. Muss ein bisschen mich ranhalten, sonst komme ich so arg ins Hintertreffen. Egg, Sausage, Ham. Den loppen wir mal, den Lobster. 1, 2, 3, 4. Okay, Egg, Bacon, Cheese und Ham. Jawohl, everything. Machen wir. Lobby Lobster. Ginger und Spicy. Na gut. Sausage und Cheese. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum darf ich da eigentlich nicht die Pfeiltasten nehmen? One cup of garlic. Just coffee. Two cocktail. Egg, Sausage, Bacon und Cheese. Okay, machen wir. Hier mal ein bisschen No Sugar, also einfach so rausgeben. Das machen wir so. Elk Wine. Das ist der da. Ich glaube, da bin ich so schneller. Egg und Ham. Two spicy cups. Deckard's Wine. Und vielleicht geht's auch tatsächlich so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sausage Cheese. Egg Bacon. Serpent Beard. Gar nicht mal so schlecht mit der Tastatur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Everything. Das dauert ein bisschen. Wie gemacht. Egg, Sausage, Ham. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sausage, Sausage und Cheese. Egg, Sausage und Cheese. Bacon Cheese. Egg, Sausage, Ham. Mit Zucker in dem Fall. Machen wir. Läuft, läuft. Elk Wine. Kaffee. 1, 2, 3. Kasumasu. Eklig. Das müsste der da sein. Hoppla, jetzt bin ich abgerutscht. Ja, die Tastatur ist immer noch die kleine Reisetastatur, hätte ich jetzt was gesagt. Eggs, Bacon, Cheese and Ham. Garlic und Spicy Cup. Just Coffee. Prima, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elk Wine. Jetzt wird's knapp mit dem Ding da unten. Bacon und Cheese. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No Sugar an dem Fall. Also einfach so. Nein! Ah. Schade. Schade, jetzt habe ich mich so konzentriert. Da hatte ich dann schon Creamer gedrückt. Jetzt hatte ich so einen Lauf. Ich glaube, das wäre perfekt geworden, aber da habe ich irgendwie kein Glück.
Das will nicht, wie ich will. Sausage Bacon. Nicht schlimm. Aber ich glaube, das bleibt der einzige Fehler. Das lief nämlich eigentlich richtig gut. Ach man. Ich schaffe das irgendwie nicht mehr. Cocktail-Sauce. Eine in dem Fall. Kasumasu. Das habe ich mir so bemüht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Schönes Ding. Trotzdem ganz gut eigentlich bisher. Ex-Sausage-Cheese. Wette habe ich, oder? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich denke schon, ich habe ja so gut wie nichts falsch gemacht. One cup of butter. Just ham. Also ein Schinkenbrot. Egg-Sausage. Le Sheep, das ist einfach nur der da. Ah, da kriegt man echt einen Krampf, wenn man das hier machen muss. Kasumasu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr werdet sehen, das ist der einzige Fehler. Und so ein Leichtsinnsfehler. Ei, das war hart. 3, 4, 5, 6. Das war hart. Just a sausage. Wurstbrot quasi. Ach man, oh. Schade. Vor allem, ich habe es noch gemerkt und kann es nicht verwerfen. Das, ich habe schon so oft gesagt, wie übel ich das finde. Gut, ich kann den Zucker wieder nicht wieder rauspulen. Aber ich hätte es halt weggekippt. Mein Gott, ist eine Tasse Kaffee weggeben, das macht doch nichts. Und hätte es dem Kunden dann aber vernünftig gegeben. Also, ich habe ja schon andere Kochspiele gespielt. Da konnte man auch was verwerfen. So nach dem Motto, okay, einen Abfall damit. Nochmal neu. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist mir aber auch selten passiert, dass ich Streamer mache, obwohl ich nicht muss. Aber in der Hektik. Everything. Sugar in dem Fall. Garlic spicy. Egg sausage bacon. Butter butter. One cup of ginger. Creamer. 1, 2, 3, 4. Was habe ich gesagt? Das bleibt wahrscheinlich der einzige Fehler. Oh mein Gott, wie bitter ist das denn? Das wäre perfekt gewesen. Seit 1000 Jahren mal wieder perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Manu. Ist das blöd. Und dann auch noch so ein Pille-Palle-Fehler. 1, 2, 3, 4. Ja, es ist wirklich so. Oh Mann, ist das hart. Ist das hart? Oh mein Gott, ich hoffe, ihr leidet mit. Schreibt mal in die Kommentare, ob das hart war. Ach Mann. Blöd. Aber auf der anderen Seite, es war ein Fehler. Einmal Medium. Das war's. Das war also fast perfekt. Ich meine, viel besser, klar, besser wäre halt perfekt gewesen. Aber einmal Average, weil ich halt Creamer mit in den Kaffee gemacht habe. Wenn ich hätte wegschütten können oder irgendwie, aber konnte ich nicht. Manchmal kann man es retten. Es gibt so Speisen, die kann man noch retten, wenn man zum Beispiel Burger macht und statt Rind eben Geflügel nahm oder so, dann kann man das einfach weglassen. Aber der Creamer war dann schon drin. Aber... Naja, die Wette ist gewonnen und es war ein Medium und das war auch schon alles. Your cook bet results. Bla 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 und so weiter. Won the bet yesterday. Also das habe ich zumindest geschafft. Und schon wieder was rot. Aber egal, da schauen wir in der nächsten Folge. Also ein bisschen ja, traurig ist natürlich jetzt übertrieben, aber ach man, das wäre fast perfekt gewesen. Aber einmal Medium ist es fast perfekt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Eine Folge wollte ich noch machen und die kommt dann, ich denke, morgen und... Wäre cool, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.